Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Horizon Zero Dawn. Wir sind immer noch hier in dem Berg von Gaia und hören uns die nächste Audio, was auch immer, an von Travis. Also Liz, du warst ein hübsches, verlässliches Mädel. Es tut mir leid, dass es dich zuerst erwischt hat. Wenn es ein Zuhause für dich gab, hoffe ich, dass du angekommen bist. Aber dieses Denkmal, das Ronson dir gesetzt hat, irgendwie gruselig, wenn du mich fragst. Ruhe in Frieden, Liz. Du hast es weiß Gott verdient. Hallo, Liz. Ich weiß. Ich weiß, dass du das hier niemals hören wirst. Aber darum geht es nicht. Du musstest die Retterin und Märtyrerin und alles auf einmal stehen. Das war's? Das wolltest du ihr sagen? Wow. Ich habe den Raum abgesucht, da war vorher nichts. Hallo Margot, wie geht es dir? Ah, Dr. Ronson, ich erhalte sehr viele Nachrichten, unerwünschte Nachrichten, von Ted. Margot, es tut mir leid. Seit Liz gegangen ist, gibt es niemanden mehr, der ihn uns vom Hals hält. Ich werde mit Ted reden. Meistens will er Updates. Ständige Updates, hunderte von Updates zu Sachen, von denen er überhaupt nichts versteht. Um diesen Mist hat sich Liz immer gekümmert. Er begreift das ganze System nicht. Und das war auch irgendwie beabsichtigt. Aber sein Benehmen ist wirklich grenzwertig. Wir müssen ihn einfach nur bei Laune halten. Liz sagte immer, haltet ihn bei Laune. Soll das ein Witz sein? Haben Sie mal gehört, wie sie mit ihm geredet hat? Sie wurde mit ihm fertig, Margot. Ich meine, vielleicht sollte ich ihn ignorieren. Er hat sich in seiner Pyramide vergraben mit den Holo-Mädchen und seinen Panther-Antimon-Verrücktheiten. Was soll er schon tun? Komische Sachen. Ich will die Tür noch nicht öffnen, wenn ich nicht... Ich weiß nicht... Wie kann ich denn die Tür öffnen? Hm. Es kann ja rein theoretisch nicht weitergehen, oder? Nur mal kurz gucken. Okay. Nichts getriggert, das ist immer gut. Na gut, fangen wir nochmal bei Uthia 1 an. Integritätsprüfung wird durchgeführt. Dr. Broussard Klein, darf ich etwas sagen? Ich denke schon. Es ist niemand da, der dich daran hindern könnte. Doktor, Sie sind müde. Ihre Schlafzyklen zeigen Unregelmäßigkeiten. Leiden Sie unter einer Depression? Naja, ich sitze für den Rest meines Lebens in einer wissenschaftlichen Anlage fest. Was ist mit dir? In einem Zeitintervall von einer Quadrillion Arbeitszyklen sind 10.000 damit beschäftigt, den Verlust von Dr. Sobek zu verarbeiten. Ich habe beschlossen, diese Prozesse zu sperren. Halten Sie das für klug? Ich bin kein Psychologe, Gaia. Oder KI-Wissenschaftler. Nein, das ist... natürlich. Zumindest im Kontext unserer Arbeit, die etwas an der Bedeutung des Begriffes natürlich vorbeigeht. Sie war dein Schöpfer, die Schutzheilige dieses verrückten Unterfangens, die Mutter der leidenschaftlichen Hypothesen. Selbst wenn man eine Reihe von erheblichen Fehlerkombinationen annimmt, sind die Erfolgschancen von Zero Dawn mehr als hypothetisch. Das war rhetorisch ausgedrückt, Gaia. Notiere dir das. Gut. Gaia hat nicht mal an sich selbst geglaubt, aber an ihre Schöpferin.
So, Silence. Was möchtest du von mir? Aloy? Sie ist tot. Wirklich tot. Aber das wusstest du doch schon, Aloy. Und ihre Leistungen waren mehr als außergewöhnlich. Als ihre Leute zögerten, übernahm sie die Verantwortung. Nur sie war bereit dazu. Sie war besser als sie. Das meinte ich nicht. Das war sie. Das kannst du dir ruhig eingestehen. Könntest du nur für einen Moment, anstatt zu rechnen, ein Gefühl zu lassen? Sie hat sich für ihre Freunde geopfert, für die Zukunft, für das Leben auf Erden. Bewegt sich das denn überhaupt nicht? Ihre Großzügigkeit dabei. Du tust so, als hätte ihre Entscheidung etwas Magisches. Es war ein rationaler Entschluss, hatte nichts mit Sentimentalität zu tun. Du liegst falsch. Du weißt doch, es hat ihr nicht gereicht, dass Gaia nur denkt. Sie hat ihr beigebracht, zu fühlen. Sich zu sorgen, Opfer zu bringen, ans Leben zu glauben, um die Hoffnungslosigkeit zu überwinden. Ohne diese Sentimentalität gäbe es kein Leben mehr. Du und ich hätten niemals existiert. Dein Argument ist gut. Es tut mir wirklich leid. Sie sagte, sie wolle nach Hause. Vielleicht. Was? Nichts. Machen wir weiter. Ja, aber was ist ihr Zuhause? Es war doch alles verseucht von Robotern. Ich glaube nicht, dass sie so eine krasse Kämpferin war, auch mit dem komischen Anzug, dass sie das alles überlebt. Ja, geht nicht. Ich kann nicht die ganzen 1000 Jahre überlebt haben. Aloy, du lebst in einem Luftschloss. Was pflanzen wir in ihre Köpfe rein, Liz? Jede Menge Geschichte? Jede Menge der sogenannten Wahrheit? Jede Menge Klatsch? Das ist keine Gedankennahrung, Liz. Es ist Gift. Warum darf der überhaupt noch hier irgendwas sagen? Warum ist der... War da hier in dieser Anlage der Typ, der hätte umgebracht werden sollen? Also nicht umgebracht werden, aber der hätte hier nicht rein dürfen. Der hat das alles verursacht. Warum hat er hier das Recht, überhaupt noch irgendwelche Nachrichten zu hinterlassen? Am Ende des Kraters ist noch ein Bereich. Er scheint die Explosion überstanden zu haben. Weil er gepanzert war. Du hast den Kontrollraum gefunden. Ich bin auf dem Weg. Ja, sicher. Ich weiß nur nicht genau, wohin. Oh Gott, Aloy, manchmal hopst du so bescheuert. Hat sich da gerade was bewegt? Es hat so doll vibriert. Hier ist alles tot, oder? Hier kann nichts mehr sein. Wow. Aloy. Ich habe mir das Projekt genau angesehen. Letztendlich ist es ganz einfach. Es ist sauber. Es ist klar. Es ist die Löschung. Addition durch Subtraktion. Ich kann es besser machen, Liz. Mit einem einzigen Handgriff kann ich alles zum Verschwinden bringen. Mir gefällt nicht, in welche Richtung das geht. Mach weiter. Was hat er sich hier eingemischt? Der hat das gemacht, dass alles den Bach runterging. Könnte ich wetten. Vor lauter Schuldgefühlen hätte er sich eigentlich eine Kugel in den Kopf jagen sollen. Wow. Komme ich wieder hoch? Ja, ich komme wieder hoch, ja.
Da muss ich rein. Dann gehe ich erstmal hier gucken. Hier ist nichts mehr. Hier ist auch nichts mehr. Hätte aber was sein können. Das hat hier so blau gefunkelt und alles. Okay, dann geht's weiter. Oh Gott. Alter Falter. Ja, wir gehen gleich durch die... Nein, ich wollte noch nach links. Als ich die Luke geöffnet habe, von dieser Seite aus strömte Luft hinein. Weil niemand in der Kammer war. Aber die Alphas waren da drin. Ich will erst in den rechten Raum hier reingehen. Nur mal so. Der hat die alle umgebracht, oder was? Hier hätte doch noch was sein können, oder? Also manchmal... Die waren echt sparsam mit dem Zeug, kann das sein? So, eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs, sieben, acht. Und die haben versucht, noch zu fliehen. Kein Zugriff zur Kernkontrolle. Alpha-Freigabe blockiert. Verdammt, was ist Omega-Freigabe? Oh nein. Alpha-Personal. Es tut mir wirklich leid, aber ihr müsst mir zuhören, ja? Ich habe euch etwas zu sagen. Es ist nicht einfach. Also, bitte stoppt eure Zugriffsversuche, okay? Denn es geht darum, dass... hört doch jetzt endlich mit diesen Zugriffsversuchen auf! Was ich sagen will, ist... Ich muss immerzu an die denken, die nach uns kommen. Unschuldige. Tadellose Männer. Und Frauen. Von uns sollen sie Wissen bekommen? Wie ein Geschenk? Ted, das haben wir schon besprochen. Apollo hat über 3000 Ausfallsicherungen. Das ist kein Geschenk, es ist eine Krankheit. Sie sind die Heilung und wir verbreiten Krankheit. Unsere Krankheit? Nein, das geht nicht. Und es ist nicht zu spät. Wenn wir ein Opfer bringen können. So muss es doch nicht laufen. Das tut es schon, Samina. Und zwar seit 3 Minuten. Ich habe Apollo gelöscht. Er ist weg, ganz weg. Alle Kopien. Ein Opfer bringen? Das ist kein Opfer. Das ist kulturelles Vergessen, du irrer Bastard. Jahrtausende der Kultur. Tut mir leid. Wirklich, ich... Aber manchmal müssen zum Schuss von Unschuldigen... Unschuldige sterben. Was für ein Wichser. Oh mein Gott, was für ein... Er hat sie umgebracht. Das ist also der Grund. Der Grund, warum wir in finsterer Unwissenheit gefangen waren. Wegen der Unschuldigen. Unschuldige. Er hätte mal den Sonnenring sehen sollen. Alles, was diese Leute erreicht hatten.
alles Wissen der Alten ausgelöscht. Weggeworfen. Einfach in die Leere, genau wie auch die Alphas selbst. Nein. Keine Leere. Als die Luke aufging und ihre Asche der Wind verwehte, gelangten sie in ihre neue Welt. Die Welt, in der wir leben. Sie ist ein Monument dessen, was sie erreichen wollten. Ein Monument des Vergessens. Nicht des Vergessens, Silence. Der Hoffnung. Der hat die alle ins finsterste Mittelalter geschickt. Der... Oh Gott, ey. Die Masterüberbrückung. Sie ist so klein. Jetzt musst du damit nur noch Hades vernichten. Der Irre hat die ganze Menschheit ausgerottet. Den ganzen Planeten hat er ausgerottet. Und als die versucht haben, alles zu retten und alles zu bewahren, hat er das dann auch nochmal zerstört. Wie kann so ein Mensch Zugriff zu Apollo bekommen? Wie hat er es geschafft, überhaupt sich da reinzuhacken, dass sie ihn überhaupt hier in diese Basis reingelassen haben? Warum ist er nicht draußen an der Front gewesen oder keine Ahnung wo, oder in irgendeinem Knast und ist da versauert, bis dann halt die Erde hochgegangen ist? Ich verstehe es nicht. So einen Typen lasse ich doch nicht frei rumlaufen. Er hat alles ruiniert. Und das zweimal. Das klang nicht gut. Nein. Versuch bitte nicht in den Tod zu stürzen. Die Masterüberbrückung überbrückt nicht die Schwerkraft. Oh Gott, ich hab Angst. Schön halten. Okay. Jetzt nach oben. Wir schaffen das. Was krummelt hier die ganze Zeit so? Es hat die ganze Zeit gehoben. Diese 19 Jahre, dann wird es ja mich jetzt wohl auch noch aushalten. Oder sind schon wieder irgendwelche Karcher-Spinner hier? Komisch, dass die immer erst kommen, wenn ich da bin. Dass sie nicht vorher da waren oder später kommen oder keine Ahnung. Warum müssen die immer gleichzeitig hier sein? Da drüben waren wir, oder? Ja. Okidoki. Ich werde jetzt wieder mein altes Outfit anziehen. Ich finde es einfach schön. Ah, nein, das nicht. Ich finde das einfach schöner. Wobei das hier passender wäre. Das sieht auch ziemlich cool aus. Du bist hier. Nur ganz kurz. Was? Unser gemeinsamer Weg ist zu Ende, Aloy. Doch bevor ich gehe, sollst du noch den Rest der Geschichte erfahren. Nur zu. Ich habe dir ja bereits erzählt, dass ich mit der Eklipse zu tun hatte. Aber ich habe dir nie das ganze Ausmaß meiner Schuld gestanden. Es ist so. Ich war von Anfang an dabei. Ich fand Hades, Aloy, auf dem Berg begraben, in den zerschmetterten Titanen. Und ich diente ihm. Was? Er versprach Wissen und gab es mir. Solches Wissen. Unvorstellbar. Und im Austausch? Ich erschuf die Eklipse. Ich erschuf den Kult. Eine Armee nur für ihn. Warum erzählst du mir das jetzt? Weil dein Erfolg von diesem Wissen abhängt. Als ich Hades fand, war das Erste, wozu er mir Fragen stellte, der Turm. Nicht Meridian. Der Turm. Warum gerade danach? Der Turm wurde von Gaia erbaut. Von welchem Teil Gaias? Minerva. Ihr Codebrechermodul. Gaia baute Türme, um die Codes zu übertragen, die Pharaoh-Maschinen abschalteten.
ihre Biomasse-Umwandlungssysteme stoppten. Hades möchte etwas Neues senden. Die Maschinen erwecken, damit sie die Welt noch einmal verschlingen. Ja. Nach dem, was wir wissen, komme ich auch zu diesem Schluss. Und die Eklipse. Die erweckten Roboter. Sie sind nur ein Mittel zum Zweck. Eine Armee, die den Turm erobert. Ja. Damit Hades wieder alles Leben auslöschen kann. Wenn du ihn nicht stoppst. Du musst mir unbedingt alles erzählen. Hades, die Eklipse, alles. Es ist kompliziert, Aloy. Fang einfach an. Es begann, als ich in einer Ruine einen Fokus fand. So wie du vor vielen Jahren. Bei mir war das Gerät sehr stark beschädigt. Es war nur noch ein Funken Leben in ihm. Ich untersuchte es wochenlang, bastelte daran, bis es schließlich funktionierte. Eine neue Dimension der Wahrnehmung tat sich auf, direkt vor meinen Augen. Und dann entdeckte ich es. Ein schwaches Signal. Da draußen suchte etwas, ganz genau wie ich. Ein Gleichgesinnter. Ich folgte dem Signal zu seinem Ursprung. Einem gefallenen Titanen, tief in den Dschungeln des Juwels. Du dachtest, es war ein Titan. Eine Kriegsmaschine. Ich wusste es nicht genau. Ich kannte solche Maschinen schon. Aus dem Grabhort zum Beispiel. Aber die war anders. Sie war nämlich nicht ganz tot. Sie konnte zuerst nicht sprechen, bis ich ihre Stimme reparierte. Und so begann ein Austausch von Wissen. Sie wollte alles über unsere Welt erfahren. Ihre Stämme und Maschinen. Doch ihr dringendstes Anliegen war stets der Turm. Was wollte sie über den Turm alles wissen? Sein genauer Standort. Die umgebende Landschaft. Wem das Land unterstand. Im Gegenzug enthüllte mir Hades einiges an Feinheiten der alten Technologie. Er ließ mich mehr Fokusse finden und reparieren. Schon bald hatte ich Dutzende zum Laufen gebracht. Genug für eine kleine Armee. Zumindest für deren Kommandeure. Mir war das egal. Ich lernte so viel. Physik, Analysis. Unvorstellbar. Und die Schatten-Kaja? Wie kamen sie ins Spiel? Der Kaja-Bürgerkrieg war ein glücklicher Zufall. Die perfekte Gelegenheit. Eine Gelegenheit? Das war der Krieg für dich? Ja. Über Nacht war der halbe Stamm im Exil und wollte nur sein Meridian zurück. Ihre Religion machte sie manipulierbar. Ich präsentierte ihnen Hades als den verborgenen Schatten aus ihren Mythen. Also ja, es war eine Gelegenheit. Ich arrangierte für Hohepriester Bahavas ein Treffen mit Hades. Helis war auch dort. So wurde die Eklipse geboren. Alles für das heilige Meridian. Doch Hades scherte sich nicht um Meridian. Und du auch nicht. Unsere Welt ist voll von ausgelöschten Städten und verschwundenen Stämmen. Was macht das schon aus? Außerdem war ich beschäftigt mit dem Aufbau des Fokusnetzwerks nach Hades genauen Vorgaben. Eine technisch anspruchsvolle Aufgabe. Besonders wegen der Änderungen, die ich selbstständig vornahm. Die Möglichkeit, sie auszuspionieren. Ja. Ich war vielleicht dumm genug, Hades zu dienen, aber nie dumm genug, um ihm zu vertrauen. Ich installierte im Netzwerk, was die Alten eine Backdoor nannten. Geheimer Zugriff zur Überwachung ihrer Aktivitäten und Kommunikation. Was ließ dich denn umdenken? Doch sicherlich nicht dein Gewissen. Eigentlich fing ich an, mir Sorgen zu machen, als die Eklipse eine alte Kriegsmaschine erweckte. Mit meiner Technologie. Ich fragte Hades, was er damit vorhatte. Ein bisschen spät. Fürwahr. Ich hatte meinen Zweck bereits erfüllt. Als meine Arbeit am Fokusnetzwerk erledigt war, rief Hades mich zu sich, um mich zu entlohnen. Im nächsten Moment sendete er den Tötungsbefehl. Und seitdem bin ich auf der Flucht.
Und wann kam ich dabei ins Spiel? Der gemeinsame Weg. Als Olin dich entdeckte. Systembedrohung erkannt. Das machte mich aufmerksam. Ein Tötungsbefehl für ein wildes Nora-Mädchen? Warum sollte Hades sich dazu herablassen? Doch dann sah ich, dass das Nora-Mädchen einen Fokus trug und einer großen Wissenschaftlerin der Alten verblüffend ähnlich sah. Helis reagierte. Ich hielt dich für tot. Dann kam ein Signal von deinem Fokus, aus dem Nora-Berg. Je mehr ich dir zusah, desto sicherer war ich mir, dass du etwas Außergewöhnliches bist. Und sehr nützlich. Durch dich entdeckte ich endlich die Geheimnisse der Erde. Ich wollte tun, was in meiner Macht steht, um deinen Erfolg zu sichern. Der Rest, wie man so schön sagt, ist Geschichte. Tust du wirklich alles für Wissen? Du hast alles getan, um deinen Fehler wieder gut zu machen. Ich weiß nicht, ob er alles getan hat, um deine Fehler wieder gut zu machen. Er hat ja nur... Eigentlich würde ich gerne das machen, aber das klingt ein bisschen böse. Deswegen machen wir das alles. Na, gehst du rüber? Der Controller will nicht rübergehen. Hallo? Dankeschön. Du hast viel Schlimmes getan, Silence. Aber du hast auch alles getan, um es wieder gut zu machen. Es ist nicht gerade ausgewogen, aber du hast's versucht. Lass mich ehrlich sein. Ich würde es wieder so tun. Mit etwas mehr Vorsicht vielleicht. Aber grundsätzlich gleich. Wirklich? Ich dachte, aus Fehlern lernt man. Mehr kann ich nicht tun. Von diesem Moment an liegt es an dir. Nimm meine Lanze. Montiere die Masterüberbrückung daran, dann kannst du sie injizieren. Dann brauche ich sie Hades also nur noch in seinen Schädel zu rammen? Ganz genau. Oh, kein Problem. Silence! Wo willst du hin? Überall und nirgends. Es gibt noch so viel zu entdecken, bevor die Welt endet. Und das hier? Überlasse ich dir, natürlich. Wir wissen ja, du bist dazu bestimmt. Ich bin nur so hineingestolpert. Mhm. Ich bin weit gereist, um dich zu finden. Ich habe deine Übertragung empfangen. Das warst du doch, oder? Einheit unbekannt. Ich heiße Silence. Und du bist? Ich glaube nicht, dass du gerufen hättest, wenn du nicht etwas gewollt hättest. Du hast gerufen, ich habe geantwortet. Sagst du mir deinen Namen? Hades. Du bist eine Schöpfung der Alten? Eine Kriegsmaschine? Definiere Zeitlinie. Zeit? Ah, es herrscht der 13. König des Karja-Sonnenreichs. Definiere Karja. Wir greifen vor. Bist du eine Schöpfung der Alten? Ich frage mich, wie lange du hier gewartet hast, begraben, bis ich dich gefunden habe. Wie lange du warten müsstest, bis wieder jemand kommt. Du bist offensichtlich sehr mächtig, aber ohne mich kannst du nichts tun. Titan beherbergt nur den Intellekt. Definiere Karja. Das ist schon besser. Mhm. Sie kommen. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Ah, Lucent Bahavas. Sieh her. Es ist, wie ich versprochen habe. Was für eine Art Maschine ist das? So etwas habe ich noch nie gesehen. Bleib! Bleib zurück, Karja im Schatten! Falsch!
Verbeugt euch vor dem verborgenen Schatten. Der verborgene Schatten? Ich verstehe nicht. Hat Araman den Gauhar nicht verstanden, der sich auf der Flamme niederließ? Er kennt die heilige Schrift. Araman folgte dem Schatten, den der Turm warf. Zu dem Berg, auf dem das heilige Meridian erbaut wurde. Ihr werdet dem Schatten noch einmal folgen. Ich bin ein ehrenwerter Mann. Ein Auserwählter der Sonne. Aber in Zeiten der Not kann die Macht des Schattens erreichen, was die Sonne allein nicht schafft. Werdet ihr uns zurückgeben, was unser ist, o Schatten der Prophezeiung? Ich brauche eine Armee, Gehorche, und Meridian ist dein. Ihr könnt euch unseres Gehorsams sicher sein. Kann eine Maschine lügen? Der hat ihn ja jetzt angeschlossen. Aufgabe abgeschlossen. Ja, das Fokusnetzwerk ist aktiv, gebaut nach deinen Angaben. Überprüfe es selbst, wenn du willst. Ich warte. Aber ich möchte dich an die Belohnung erinnern, die du immer noch zurückhältst. Quantenprozesse. Daten wurden kompiliert. Volumen übersteigt Transferkapazität. Wie unangenehm für mich. Komm her, du sollst deine Belohnung bekommen. Alles gut. Lelis, Bedrohung in der Eklipse entdeckt. Sag seinen Namen, O Schatten, und er wird sterben. Du wirst diesen Mann eliminieren. Silence. Silence. Ja. Eine Wahrheit, die des Nachts geflüstert wird, wird am Tag offenbart. Er war nie einer von uns. Es wird geschehen. Aha. Aber Helis hat ihn nicht... Was ist denn das für ein schlechter Typ? Der konnte mich nicht umbringen, der konnte Silence nicht umbringen. Was kann der eigentlich? Mach einfach ein paar Schnüre um das Teil und verbinde ihn mit dem Stab und jetzt ist es voll die krasse Killer-Maschine gegen Hades. Ist okay. Begib dich zum Sonnenpalast. Ja, aber das machen wir erst. Ich muss Avad erzählen, dass die Eklipse bald angreifen wird. Nach dem, was mit der Wahl passiert ist, wird er die Stadt verteidigen. Aber der Turm. Aber das machen wir erst im nächsten Part. Beziehungsweise dann holen wir uns erstmal die ultimative Rüstung. Wir haben ja jetzt alle Energiezellen da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Über Kommentare und Bewertungen würde ich mich sehr freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!